So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West Part 71. Ja, so weit sind wir schon. Ich nehme ja immer so ein bisschen vorweg auf. Diesbezüglich, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Und ja, tritt die Anlage. Muss ich erstmal wieder mit der Steuerung gewöhnen. Beim letzten Mal sind wir ja diesen Küstenbewohnern entgegengekommen. Muss ja gestehen, ist schon ein paar Monde her. Mir eigentlich immer der Fall. Ich nehme immer auf, um ein bisschen Polster zu haben, um mich dann zu entspannen und dann aufzunehmen, weil ich Bock habe. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten, den Quen. War das die nicht schon haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen, das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der ist für mich als Asche Wiederholung und den vielleicht gar nicht des mal schlecht. Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von Nachmitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Okay, dann mal los. Ich folge dir. Die Arme haben uns den Weg gezeigt. Na los! Gehen wir. Ich soll mit dir mitkommen? Es gibt zwar erst wenige, aber dafür vielversprechende Ergebnisse von der Insektenprotein-Initiative. Ted Farrow, das ist eine Sackgasse. Bei den Proteinen sind uns schon 12 Wettbewerber voraus. Unser Team arbeitet daran, die Erträge zu verbessern. Und sobald sie... Nein, beende das Programm heute.
Es ist besser, auf das Pflanzen-Gensequenz zurücksetzen. Und ich will, dass sich jedes Programm mit dem Harvester verknüpfen kann, den unser Roboterteam entwickelt. Wir würden 6 Monate Forschungsarbeit einfach wegwerfen. Unsere KI sagt, dass die Pflanzen, die ihr schafft, nicht robust genug für die automatische Ernte sind. Du wolltest, dass ich hungernde Menschen ernähre, Ted. Diese Forschung helfen dabei. Wir werden sie ernähren, mit Hilfe eines Pharaoh-Harvesters. Das kommt zu plötzlich. Wir können nicht alles so schnell neu konfigurieren. Du musst größer denken, Thala. Was hast du deinem Team heute Morgen nochmal geschrieben? Einer von diesen Zitaten, mit denen du immer um dich wirfst. Wenn ich weitersehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Isaac Newton. Ja, Newton hatte nicht die Ressourcen, die wir haben, Thala. Er konnte von den Horizonten nicht mal träumen, die wir bereits sehen können. Wir sind jetzt die Riesen. Okay. Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Na dann. Das ist der Labyrinth. Der Karte nach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Geh voraus. Ja, das mache ich doch. Also neue Freundschaften schließt ja Aloy selbst. Ich hoffe, ich habe auch wieder ein bisschen mehr Lust auf das Spiel. Irgendwie zieht sich das gerade ein bisschen wie Kaugummi. Hätte. Die meisten meines Volkes sind anders. Versprochen. Wenn du meinst. Oh, Feuerglimmer. Den können wir öffnen. Ich werde jetzt mich ja ein bisschen. Tja, das war laut. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf die Zeit achten, weil 40 Minuten Parts sind mir dann immer doch ein bisschen zu viel. Vor allem heute, weil ich ja morgen wieder arbeiten muss. Dementsprechend habe ich mir gedacht, heute mache ich noch mal ein bisschen. Einen Weg rausgeben. Das Codefragment, abweichender Code, geborgen aus der Fast-Treibhausanlage. Was? Funktion war der Brandflug in den Wald und um Stund und Stunde war großer Verwüstung echt zu krachten. Ja, das ist so ein Gedicht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wie in der Wand? Wo? Ach, das da. Okay, wegen der Farbintensität relativ gut. Gut versteckt. Hier durch. So, dann wollen wir mal durch hier. Da ist gut Stuff drin. Hier hoch, oder? Eine Sackgasse. Versuchen wir einen anderen Weg. Kann ich nicht durch das Wasser? Den kleineren Tunnel dort haben wir nicht probiert. Den hier, ja. Okay, die ist jetzt also eher mehr dabei. Eieiei, ich muss das Mikrofon härter machen. Besser einstellen, dass es runter. Ist mir fast in den Schoß gefallen. Sollte der Ausgang da lang sein. Hier, ne? Gucken, ob es hier noch was gibt. Ja. Und wenn es nur was zum Verkaufen gibt, ist ja egal. Falsch abgebogen. Ach Quatsch. Dort war alles geplant, Mädel. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an.
Nee, dann geht's halt hier entlang. Sollte vielleicht nicht so schnell rennen, dann kann ich auch ein bisschen die Umgebung beachten. Ja, aktuell privat bin ich gerade dran, mir einen neuen PC zu bauen. Einer, der sich nicht anfühlt, wie als wäre er komplett von einem Blöden erstellt worden. Ich sehe sie. Mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Da ist aber noch was. Leben im Glashaus. Sie hat das Projekt sabotiert. Weißt du, wie viele Leben diese Affäre hätte kosten können? Wir prüfen gerade, welche Daten wiederhergestellt werden können in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit haben wir Wochen damit verbracht, Ergebnissen hinterher zu jagen, die nirgendwo hinführen. Was Koranskis Projekte hätten die Antwort sein können? Können wir bitte bedenken, dass was Koranskis Libido dabei eine große Rolle gespielt hat. Naja, so groß nun auch wieder nicht. Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Was, Akrofi? Können wir bitte können wir uns bitte auf die pflanzliche statt die menschliche Reproduktion konzentrieren? Sehr richtig. Es ist unser Job, unsere Verantwortung, diese Pflanzen zu liefern. Und weshalb... deshalb weise ich Dr. Was Samuelsen einem anderen Team zu. Sie hat ein Projekt sabotiert und darf bleiben. Und wir alle werden die Zeit aufhören müssen, die wir verloren haben. Wie? Wir arbeiten doch schon nachts und am Wochenende. Was die Zahl der Seitensprünge reduziert hat. Nicht hilfreich, Akfoy. Okay, ja. Charles Darwin, wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden wagt, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Und wir haben so viel Leben in unseren Händen. Also werden wir alles tun, was nötig ist, um die Arbeit zu beenden. Ja, so ein Mitarbeitergespräch und ja. Okay, die hatten halt Spaß, okay. Zwischendurch. Ist nicht verwerflich. Müssen halt nur gucken, dass wir wieder rauskommen. Und gegebenenfalls nicht entdeckt werden. Wir können kämpfen oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Ist an sich kein Problem. Ich habe kein Problem mit Kämpfen. Die Frage ist nur, wie sieht's bei dir aus? Natürlich. Ja. Naja, auf jeden Fall. Für unterwegs und so bin ich gerade so ein bisschen am Pokémon spielen. Macht auch soweit ganz gut Spaß. Ich baue mir meine Mons zurecht. Beschwere mich über die FPS und die schlechte Qualität des Spiels. Und ja, gestern am 11. Januar gab es ein Update und da haben die Penner mir mein God of War versaut. Und zwar im Sinne von, das war perfekt trainiert, das hatte gute Werte, etc., etc., kommt ein Update raus, einfach alles runtergesetzt. Beziehungsweise, die Werte sind nicht mehr auf maximiert angezeigt, auch wenn es theoretisch fertig ist. Jetzt muss ich halt nur gucken, ob es nur ein Anzeigebug ist und die Werte trotzdem stimmen oder ob die runtergehauen sind. Ist natürlich immer sehr ärgerlich. Ach, Game Freak. Persönlich schleiche ja lieber hier dabei. Weil mir das einfach Spaß macht, okay?
Warte mal, wenn der sich nicht so schnell rumdreht. Doch, den kriege ich gut hin. Es gefällt mir nur nicht, dass der Gockel da halt jetzt gerade herkommt. Muss ich halt nur gucken, wie ich am besten da jetzt rüberkomme. Einen überbrückten Krallenschreiter zu reiten, ist bestimmt spannend. Das ist mir schon klar. Okay, hier kann ich mich nicht verstecken, aber ich könnte theoretisch durchrennen. Oder ich... Ups. Wir müssen kämpfen. So, alles gut gelaufen. Einsetzen. Also einfach einen stillen Schlag machen, dem Vieh so einer in die Fresse hauen, dass er keine Chance mehr hat. Wenn der sich rumdreht, volle Kanne in seinen Arsch. Komm. Hier ist niemand. Oh, scheiße, der war schnell weg. Komm, ist egal. Wir haben hier eigentlich... Haben wir es recht gut. Schafft die das? Alva? Ah, okay. Der Eingang zum Komplex sieht aus, als wäre er verschlossen. Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Na komm. Bin gleich hinter dir. Die Kleine kriegt Muffensausen, ne? Das sieht doch irgendwie schon so nach... Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Mal sehen, was du... Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Ich glaube, die kriege ich da weg. Na also. Dahinter ist ein Hohlraum. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, und hier bestimmt auch. Und dann können wir oben drüber... Aha, das sollte helfen. Ah, okay. Ich dachte mir, wir könnten ja jetzt irgendwie oben hier drüber, aber okay, ich habe da nicht drauf geachtet. Dann kriegen wir halt dort... Die Ladungsschlüssel. Oh, ich mache halt echt nicht lang. Ja, kurz nach 8. Passt also. Schon. Richtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Hm.
Einen Moment, lass mich nur... Ich hab's geschafft! Yay! Ist ja schon so ein bisschen knuffig, ne? Moment. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Das muss weg. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Ich habe die Energiezelle. Muss irgendwie in den Generatorraum. Okay, bin dabei. Bess? Ach, da. Die Speichereinheit muss hier irgendwo sein. Hab ich doch. Was will die denn von mir? So. Ja, kann man, also so kann man es auch machen. Ich wundere, dass der Glimm immer da ist, wo ich hin muss. Aloy, könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Mann, hat die sich ins Höschen gemacht. Aber ich so rumheulen. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Okay, die ist zu. Super. Ich will da hoch. Ja, jetzt mach doch mal langsam, ey Leute. Da oben ist noch Loot. Das will ich haben. Machen wir hier auf. Wunderbar. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Was? Warum? Aloy, du bist alt. Ich finde das Outfit, naja, es geht. Ich fand das rote Outfit cooler. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Okay, dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Mein
Nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Abschaltsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Das Ende der Welt. Nicht beeinträchtigt, die haben die ganze Vegetation verhauen. Was da gerade? Alva, triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulme. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Das ist aber die Wahrheit. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft. Nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie, meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären. Aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Na dann. Ich bin das irgendwie ein bisschen... Ich folge dir. Ich weiß nicht so, der zweite Teil von Horizon fühlt sich mehr an wie so ein spielender Film. Kann nicht mehr weit sein. So als... Ups. Autsch. Die Landung hat dich unterschätzt. Ja. Was ich sagen wollte ist, irgendwie, ich weiß nicht, im ersten Teil hattest du mehr Interaktion gehabt. Hier als von einer Filmszene zur anderen. Kriege ich jetzt hier Zeug, um die, die Blumen zu entfernen? Oh, das wäre cool. Sie sollten die Zerstörung stoppen, die die Zeit der Asche verursacht. Sieht so aus. Ich weiß nicht, was das für ein Bug jetzt gerade war, aber
Warum hat sich das so ange... Ich hab noch gar nicht gefragt. Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin an einem Ort weit am Osten. Es fühlt sich an, als wenn die Stimmen weit weg aufgenommen wären. Warum? Oh, ich muss unbedingt noch mal Bayonetta 1 und 2 spielen. Beziehungsweise 1 habe ich gespielt. 3 auch, aber 2 noch nicht. Da muss ich mir mal den Port für die Switch dafür besorgen. Das ist es. Weil 1 war okay, mochte ich. 3 war ultra geil. Okay. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Yes, Tränke. Meine Frage ist, warum kann ich mich hier verstecken? Neuer Datenpunkt. Ach so, ja. Gut. Dieser Komplex ist wohl die Teststation Efeu. Dann finden wir da drin hoffentlich Antworten. Ja, das... Still. Ja. Das ist tot. Sei auf der Hut. Eine von den Maschinen. Sie macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Ja. Brauchst du Munition? Noch nicht, aber danke schön. Aua. Ja, gesessen. Schön. Autsch. Lass sie brennen! Brennt aber nicht lange, ne? Autsch! Ja, man kann es übertreiben. Das war unglaublich. Furchteinflößend, aber unglaublich. Es ging. Geholfen. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. Metallbiss, etc. Ja, ganz viel Stuff. So. Yes. Oh, 4? Echt? Ich habe aber noch kein Level-Up, ne? Fähigkeiten. Jägerin, Überlebendes durch. Fallensteller, Krieger könnte ich vielleicht mal machen. Aber ich bin eigentlich bei Eindringling.
Hier auf den Diamantkranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Jede hinreichende fortschrittende Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Aber man muss den Trick durchschauen, wenn es soweit ist. Wenn der Vorhang aufgeht und die Spiegel enthüllt. Mir ist allerdings immer noch nicht klar, wie wir diesen wissenschaftlichen Zauber vollbringen konnten. Es ist nicht nur das Tempo, in dem die Projekte entstanden sind, oder die Stabilität der Ergebnisse. Trotz der Komplexität der Biotechnologie. Es ist nicht einmal die riesige Vielfalt an Pflanzen, die bis jetzt widerstandsfähiger gegen Hitze, Dürre, Krankheit gemacht werden konnten. Es ist die einfache Tatsache, dass all diese Ergebnisse greifbar sind. Keine Ankündigungen in wissenschaftlichen Magazinen. Keine überschwänglichen Vorhersagen aufgrund von Simulationen. Unsere Forschung sind physisch was erfahrbarer geworden. Ja, komm, das lesen wir uns jetzt mal nicht durch. Das ist interessant. Was gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Ich muss Vertrauen haben. Ich gehe den Weg der Ahnen. Wir sollten finden, was wir suchen. Na dann. Diese Konsole ist doch funktionstüchtig. So. Alte Skulptur. Noch ein Protokoll. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Es ist interessant, dass sie mir das erst sagen muss, bevor ich die Tür aufstemmen kann. Ja, ich werde den ganzen Scheiß jetzt nicht lesen. Das muss die vierte Teststation sein, die wir auf der Karte sahen. Sie ist wohl zeitweise überflutet gewesen. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Wir können am Seil runterrutschen. Okay. Ganz einfach. Na komm, Mädchen. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. So. Wunderbar. Aber das sehen wir beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss.